zusammen. Heute habe ich für euch wieder ein bisschen was geschminkt. Und zwar bin ich momentan so ein bisschen am Experimentieren, was das Konturieren anbelangt. Ich nenne das Ganze den Kim Kardashian-Effekt. Kim Kardashian ist ja für zwei Sachen unheimlich bekannt. Zum einen für ihren voluminösen Poppes und zum anderen für ihr sehr charakteristisches Make-up. Also dieses typische Konturieren und Gehighlighten und natürlich auch dieses ganze Schwarz und bla, diese Smoky Eyes. Aber das hat mich jetzt gar nicht so wahnsinnig interessiert. Was mich interessiert ist, dass wie sie ihr Gesicht konturiert. Es gibt ja ganz bekannte Fotos davon, wie sie geschminkt wird. Und daran habe ich mich so ein bisschen orientiert. Was ich dafür benutzt habe, das zeige ich euch jetzt im Anschluss. Und danach kommen auch schon die wenigen Schritte, die ich gemacht habe, um diesen Look heute zu schminken. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dann. Jetzt fangen wir auch schon an mit dem ersten Schritt, und zwar das Highlighten. Dafür mische ich mir die hellsten Töne der Palette zusammen und trage die auf die Partien im Gesicht, die ich highlighten möchte. Das sind in dem Fall der Nasenrücken, die vordere Stirn, dann die Partie unter den Augen bis hin zur Schläfe, also von der Nasenkante bis zur Schläfe sozusagen. Stellt euch das wie ein Dreieck vor. Und auch noch das Kinn. Das werde ich dann gleich bearbeiten. Das seht ihr dann gleich. Na, du machst schon. Ja, genau. Also alles schön, ne? Das Dreieck. Jetzt kann man das ganz gut erkennen, das Dreieck. Und Kinn. Genau, die Kinnpartie. Jetzt als Schritt Nummer 2 nehme ich die dunklen Farben. Ich nehme aber nicht die ganz dunklen, weil so dunkel brauche ich es nicht. Da mische ich mir wieder zwei Farben zusammen und konturiere, also schattiere das Gesicht. Also alles, was zurücktreten soll, Wangenknochen, Nase, Stirnpartie, das wird dann eben schattiert mit einer etwas dunkleren Farbe. Und während ich das hier mal so auftrage, habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, schaut ihr Fashion Hero? Ich wollte nämlich eigentlich zu jeder Folge ein extra Video machen, aber ich finde, dass sich das momentan so gar nicht lohnt, weil da einfach nichts Wirkliches passiert. Also es ist halt immer dasselbe Schema, ja, die Designer stellen ihre Klamotten vor, aber das war's. Und Claudia Schiffer sagt dann ihre drei Standardsätze, so wie, oh, das glaube ich jetzt aber nicht. Aber das war's auch schon. So, Schritt Nummer 3, um wieder aufs Thema zurückzukommen. Schritt Nummer 3 ist das Verblenden. Nehmt auf jeden Fall so einen Schwamm dazu. Den sollte man anfeuchten. Ich habe das jetzt mit so einem Make-up-Fixing-Spray gemacht. Ihr könnt natürlich aber auch einfach Wasser nehmen. Das ist euch überlassen. Ihr seht, es ist ein bisschen schwierig. Und ich finde, das ist auch der schwierigste Teil an allem, das Verblenden. Weil man möchte ja nicht einfach die Farben ineinander mischen, weil dann ist es irgendwie sinn- und zwecklos, was wir da gemacht haben. Sondern das sollten ja schon zwei verschiedene Farben sein, die man aber geschickt ineinander verblendet. Und das ist sehr mühsam und das bedarf auch viel Übung und viel Zeit. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich das überhaupt gemacht habe. Ich finde, dafür ist es okay, aber ich glaube, das muss man wirklich sehr viel üben und praktizieren, damit es einigermaßen wird. Das ist also nichts, was beim ersten Mal total gelingt. Also wenn ihr da ein großes Event habt, wo ihr ja so ein aufwendiges Make-up machen wollt, dann fangt auf jeden Fall ein paar Tage vielleicht schon vorher an, diesen Auftrag zu üben. Das ist wirklich gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ja, zum Schluss, Schritt Nummer 4, wird das Ganze fixiert. Dafür nehme ich mir auch hellere Puder und einen dunklen Puder, das ist, seht ihr dann gleich. Und weil das ja eine Creme-Camouflage ist, muss das Ganze ja noch fixiert werden, sonst verläuft uns das hin und her. Und das seht ihr dann jetzt. Außerdem verstärkt das den Effekt auch nochmal.
natürlich. So, hier ist die dunkle Farbe. Und das wird dann auch nochmal fixiert. Nochmal zurück auf Fashion Hero. Also ich finde, das ist momentan eine reine Verkaufsschau. Da liegt auch die einzige Spannung, was wird verkauft, was nicht. Aber das war es irgendwie schon zusammengefasst. Also wie findet ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, jetzt seht ihr schon das Schattieren. Und jetzt die letzten Schritte. Blush. Das muss trotzdem sein. Ein bisschen Farbe muss dennoch sein. Der Vollständigkeit halber. Und noch ein bisschen Glow. Und fertig ist der Look. Alles, was ihr hier seht, findet ihr auch in der Infobox. Also Oberteil, Kette, Make-up. Alles, was ich hier am Körper trage, findet ihr da aufgelistet. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder 100 Kommentare unter dem Video, was ich denn für einen Lippenstift trage. Ohne Witz, seitdem ich diesen Lippenstift trage und ich habe den jetzt schon eine ganze Weile, ich wurde noch nie, noch wirklich noch nie, wurde schon häufig auf Lippenstifte angesprochen, aber noch nie so exzessiv wie auf diesen hier.